Ja, hallo zurück zur gepflegten Lego-Unterhaltung. Heute haben wir Herr der Ringe, Helms Klamm. Hat nur 1368 Teile. Ich habe es schon mal aufgebaut, also deswegen wird es diesmal ein bisschen anders laufen. Also ich habe die trotzdem in Tüten wieder so gepackt, dass man sieht, wie die verpackt sind. Aber das Kleben fällt heute leider weg. Aber ich wünsche euch wieder viel Spaß beim Zuschauen, wie wir es aufbauen. So, ich habe mir wieder fleißige Unterstützung geholt, der Thorsten. Schönen guten Abend. Dann wollen wir mal das schöne Stück auspacken. Übrigens einen freundlichen Dank an meine Nachbarn, die mir netterweise zum Nikolaus, ja, so früh nehmen wir das schon auf, Kleinigkeiten vor die Tür gelegt haben. Und ich, Depp, hab's noch nicht mal gemerkt. Erst habe ich das Ganze gesehen. Aber es soll nicht das Thema sein, denn das gehört zu uns heute. So, wie gesprochen, hat alles in Tüten dabei. Wie viele sind es denn? 9 Stück. Oh. 9 Stück. Nummeriert sind zwar auf, also. Ja, kann zwar kein Mensch lesen. Doch, das wird die 8 sein. Das ist die 1. Jetzt guckt ihr das an, was er sich für eine Arbeit macht. Er hat das Ding zu Hause stehen. Da bin ich Zeuge, ich habe es gesehen. Und da sagt er, hey, wir machen da noch ein Let's Build draus. Und ja, dann reißt er das Ganze ab, sortiert es zurück in die nummerierten Tütchen, Ja, richtig. damit wir es wieder aufbauen können. Und damit er es wieder nach Hause kriegt, nehmen wir es wieder auseinander. Nein. Nein, machen wir nicht. Okay. Bitte noch eins. Krass. Ich mach die mal auf. Ja, 1378 Teile. Diesmal ohne Ersatzteile. Ja, übrig bleiben wird nichts. Es kann höchstens das ins falsche Tütchen gekommen sein. Was Das fatal wäre. wäre sehr fatal, aber ich glaube, ich habe aufgepasst. Möchtest du die Tüten in dem Fall wieder mitnehmen? Ja, diesmal ja. Kein Recycling heute! Ja, die werde ich ja dann für die anderen Sets dann auch nutzen. Ne? Die sind ja Ja, nummeriert das ist und richtig. Gut. Wie immer suche ich euch jetzt ein bisschen ran, dann habt ihr auch ein bisschen Spaß bei der Sache. genau. So, wie immer werden die Männchen zuerst gebaut. Übernimmst du gerade meinen Part? Da ist ja noch Theo, den zu bauen. Ja, erzähl den Leuten mal, was wir hier überhaupt bauen. Also, wir bauen Helms Klamm auf. Das ist der Rückzugsort von Theoden und sein Volk, weil die Orks kommen und mit Sarumans Armee, Okay. um den zu vernichten. Und da flüchten sie halt da drin, weil die Burg sehr gut befestigt ist. Ne? Also, da haben sie gute Verteidigungsanlagen. Ja, also deswegen fliehen die da hin. Und da kommt es zum finalen Kampf von Sarumans Armee und Helms Klamm. In welchem Teil? Im zweiten. Im zweiten. Ja. Das Gibt es in kommt. jedem Teil eine epische Schlacht zum Ende? Im ersten Teil gibt es keine epische Im Schlacht. ersten nicht, Im okay. ersten nicht. Okay. So, dann haben wir da ein Schild und ein Schwert. Da ist das Schild. So, der gute Mann ist Linkshänder, ist das so? Hast du darauf mal geachtet? Nur das Weiß ich jetzt Schwert in der nicht. linken Hand hält. Das ist Theoden, der König. Der kann alles. Der kann links wie rechts. Der kann so. Die Frauen freuen sich. Ja, da fehlt noch der Sattel. Ach so, da kommt ein Sattel drauf. Ja, klar. Ein Pferdchen hatten wir noch nicht. Stimmt, hatten wir noch nicht. Ach so, ja, dann sind die Füße so ein bisschen, ja. Ja. Oh, wie nett. Und dann kannst du auch hier das Schwert befestigen. Nee, ist doch rechts. Was rede ich denn für Blödsinn? Ja, ist ja egal. Nein, das ist nicht egal. Komm her. So. Platte. Platte habe ich auch. Nee, die Platte ist das, die kleinere. Keine Platte. Dann nehme ich die Platte. Zu viele Platten. Platten, Platten, Platten. Ja, nicht, dass ihr euch wundert, wenn wir die Folgen immer so weit im Voraus aufnehmen. Das hängt auch damit zusammen, weil eine gewisse Vorbereitungszeit mit Rendering der Videos und so weiter doch gegeben sein muss. Und da tut
tut es nicht schlecht, wenn man ein bisschen Vorlauf hat. Ja, kann ja auch nicht schaden. Ne? Nein. So, das ist der DeLorean, der ist am Schluss. Ach, jetzt kommen wir wieder auf den zu sprechen. Ja. Aber der ist auch cool. Ja, er lächelt mich immer an. Aber ich kriege ihn ja nirgendwo mehr neu so richtig, oder? Doch. Ja? Doch. Das sag ich dir. Du hast ihn wahrscheinlich, bevor ich ihn habe. Achso, die kommen dahin. Der DeLorean. Da setzt ein Männchen rein von Lego und das reist in die Vergangenheit. Der geht schon los. Hä? Ich hab dir aber wirklich sortiert. Ja. Wie oft finden wir Teile, die wir vorher nicht gesucht haben und umgekehrt? Da fehlt jetzt doch noch einer. Wo steckt der denn? Was das? So einer, ja. Da. Ach da, ja, siehst du. Nimm den so dann noch. Findet sich doch alles wieder. So sieht's aus. Und wenn nicht, wir haben ja noch 8 Tüten. Das stimmt. Oh, ne, falsch. Ja, mit den. Da. Mit welchem Teil fangen wir an von dem Schloss? Gute Frage. Warte. Achso, ich dachte, das ja, die Eingangstür sozusagen. Ja, die Zugbrücke. Ja, wenn, dann benutzen wir auch die richtige Fachtermini. So, und da kommt das dann. Genau. Ja, aber es ging auch schnell abzubauen. Aber das Verteilen in den Tüten, das stelle ich mir langwierig vor, oder? Das ging eigentlich. Ging schneller, als ich dachte. Ja, das ist wahrscheinlich der Punkt. Ich dachte, ich brauche 3 Tage. Ich habe aber nur 2 gebraucht. Das ist auch schneller, als ich dachte. Warte aber schon. So. Wie gemein. Das war schon die Etage. Da haben wir schon mal den Bus. Da kommen noch. So ein 2 runter, ne? Genau. Und die sind dann dafür da, damit man das mit anderen Gebäudeteilen dann verwendet. Ah, wie bei den Simpsons da. Genau. Mhm. Richtig. Wer es nicht gesehen hat, im Kanal mal stöbern. Ja, da sind schon einige online. Und auch sehr lustige. Genau, wenn du dir das anguckst, jetzt gerade in diesem Moment, haben wir wahrscheinlich schon wieder 10 weitere Modelle gebaut. Wer weiß. Nur weil du nicht schnell genug warst, es dir anzugucken, müssen wir so viel Vorarbeit leisten. Was tut man nicht für Abonnenten? Ja. Es macht ja auch Spaß. Aber es ist Wahnsinn, wie schnell das in. In eigentlich, ich will jetzt nicht das Wort Arbeit verwenden, aber im Grunde ist es so, ausarten kann. Ne? Bei diesen Sachen geht es jetzt noch, aber bei so anderen Sachen, da denke ich mir manchmal, boah, im Grunde ist das manchmal schon so ein kleiner Fulltime-Job, den man nebenbei noch so erledigt. Es ist so, ja. Das kann ganz schnell ausarten. Na ja, komm schon. So. Den brauchen wir gar Tobias macht das Ganze gerade im Alleingang, weil ich zu doof bin, die Steine zu finden. Ah, ich hab einen mehr. Aber Thorsten hilft mir ja trotzdem. Und der ist auch noch falsch. Nein! Ein bisschen versetzt, genau. Ja, ein bisschen aber noch. Ja, ein bisschen. Damit das auch eine Ebene ergibt. So, dann kommt wieder Grünzeug drauf. Ja, die sind dann eigentlich immer zu viel, aber diesmal nicht. Nein, diesmal hast du ja hoffentlich abgezählt aus den Kursen. Nein, du brauchst den Namen. Den kleinen Mann. Ja, doch. Ja, das wird hier der Eingang, ja. Ja, es sieht so merkwürdig aus, wenn man das Modell schon fertig gesehen hat und jetzt sieht man so einen Einsiedler und fragt sich komisch, das ist mir vorher nie aufgefallen. Das. Das stimmt, ja. Ja. Ja, vor allem, du hast es ja ganz gesehen, dann ist das für dich eher ein bisschen. Deswegen. Und das ist ja auch. Das ist groß. Groß. Vor allem lang. Nicht unbedingt hoch, aber lang ist es. Genau. Diesmal wird es nicht in der Höhe gebaut, so wie der Turm, sondern in die Breite. Wobei sie das sehr gut gemacht haben, dass man das so abschnitteweise. Richtig. Also im Video es auch anschaut. Ja, wenn dann richtig. Wenn dann richtig.
Mal gucken, ob sich bis dahin eine Praktikantin gemeldet hat. Ach jo, die Praktikantin, die wird immer noch indirekt noch. Ja. Aber das Video ist noch gar nicht online. Nee, richtig, aber ich bin gespannt. Also wir hatten das Thema schon mal, aber das war, was haben wir da aufgebaut? Das Lego-Haus, Simpsons Haus. War das beim Simpsons Haus? Das war beim Simpsons Haus. War das nicht beim letzten mit dem Schiff erst? Stimmt, beim Schiff war das erst. Beim Schiff war das. Jetzt spoilern wir. Ja, wir spoilern für Zeitreisende. Also wenn ihr aus der Zukunft kommt, in die Vergangenheit, nein, Moment, wenn ihr aus der Vergangenheit kommt, in die Zukunft gefahren seid, um diese Folge zu sehen, dann haben wir euch jetzt für die Vergangenheit gespoilert, solltet ihr wieder nach Hause fahren wollen. Oder dieses Video zuerst gucken. Es kann ja sein, dass man mit diesem Video erst anfängt und die anderen danach erst guckt. Gucken sich den Abbau an, nicht den Aufbau. Zeitreisende können das rückwärts gucken. Ja. Nee, weißt du, was ich meine? Wenn die erst mit diesem Teil anfangen, also mit Helms Klamm, ja, dann spoilern wir. Dann spoilern. Ja, ja. Aber ist ja nicht schlimm. Nö, schlimm ist nicht. Das ist nur merkwürdig. Ein Zukunfts-Vergangenheits-Gespoiler. Achso, ja, dann hast du halt da. Genau, und dahin. Dann nimmst du den halt. So, wo kommt der Bursche hin? Das kann ich von hier nicht so richtig. Hast du noch so einen. Der kommt hier. Da kommt er. Achso. Ja, ja, dann hat die schon, dann kommt der hier hin. Da ist er. Ist mal praktisch. Hätten wir so gemacht, wie du das wolltest, alle Tüten auf einmal, wäre es schwerer geworden. Habe ich das gesagt? Nö. Man hat, warum behauptest du es denn? Sehr schön. Ja. Das mache ich demnächst auch so. Echt mal. Das brauchst du jetzt mal. Ja, ich bin dabei, Chef. Und vorne wieder mit der Peitsche kommst. Das wird so ein Katapult, weißt du so. Ja. Da kannst du Gimli reintun und dann rüberfeuern. Weil im Film springt er da rüber. Also er springt hier rüber zur Brücke. Und weil das ja so nicht geht, da haben sie dieses Katapult dafür gemacht. Als ob Lego und Männchen nicht springen können, aber Katapulte bedienen können sie. Ja, aber es geht ja darum, weil Aragorn schmeißt ja Gimli rüber. Und deswegen haben sie es so gelöst. Katapult habe ich ja schon mal gebraucht, da habe ich ja Erfahrung drin. Vor allem mit dieser Warnung, Achtung, Kugel nicht vom Kopf schmeißen. Genau. Kann man das sehen im Video? Ja, müsste man sehen können. Ja, so. Wieso machst du meinen Katapult kaputt? Mach den kaputt. Echt, ey. Will ich nie tun. Hast du gerade getan? Ah ja, jetzt können wir ein bisschen... Das ist länger, ne? Mhm. Ja. Schnippel, 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 schnippel. Schniepel, schnippel, schnippel. So. Den einen hast du schon draufgesetzt. Gut. Jetzt kommt die Treppe. Kommt denn das Grünzeug dran? Mal kurz gucken. Da kann ich mich aber noch gucken. So, da 4. Frei. Nein, meine Blume. Gras ist es ja noch. Es ist Gras. Tam tam ta. Genau. So hört sich das jetzt an. Oh, gut, sehr schön. Ja, bei uns kann man auch lachen. Nein, das ist Lego, ist eine ganz ernste Sache, ja. Sowas von. Wir haben noch nie gelacht während eines Aufbaus. Das wurde das uns von Lego untersagt. Das ist falsch. Nein, das stimmt. Wir haben schon öfter gelacht. Nein, ich nicht. Du hast mich höchstens gezwungen. Genau. Unsere Praktikantin muss auch witzig sein. Sie muss Humor verstehen. Witzig sein muss sie nicht unbedingt. Ja, gut, Humor verstehen, ja. Ich hasse mit Clowns Nase auftauchen. Hey, ich bin so witzig. Humor verstehen, gegen Humor haben wir nichts. Nee, richtig. Außer Schlaftablett. Wenn es mal zu viel wird. Ja, geht wieder leicht von der Hand.
behend, wie man so schön sagt. Ich bin gleich am fertig und du nicht. Jetzt fehlt mir ein Stein. Da. Okay. Der hat mich rausgehauen jetzt. Ja, wir waren sozusagen zeitgleich. Gar nicht wahr, ich war besser. Natürlich. Du bist viel spitzer, du hast die Spitze. Gib mir eine Spitze, Lady. Ja, die kommen ja hier wieder an der Ecke. Ja, hab ich doch schon. Hast du schon? Aber sicher doch. Was denkst du, was ich hier tue? So schnell war ich jetzt nicht. Schlafen oder was? Im Gegensatz zu dir schlafe ich nachts noch. Schlafen ist immer bewertet. Schlafen kann ich nur, wenn ich tot bin. Genau. Mhm. Sagt man ja so. Ja. Ist immer noch nicht fertig. Junge, Junge, Junge. Ja. So, jetzt aber. Und noch einmal, weil es so schön war. Ja, noch höher. Höher, schneller, weiter. Höher, schneller und weiter. Ist auch ein Lied. Echt? Mhm. Ich weiß gar nicht mehr von wem. Ich kenne es nicht. Wahrscheinlich war es zu schnell. Ja, das ist schon ein bisschen älter. Ja, cool. Das ist ein duales Studium hier. Ja, duales Bauen, ne? Kennen wir ja. Ach so, auf beiden Seiten kommt. Von beiden Seiten, ja, duales Bauen, habe ich doch gerade gesagt. Ich habe dir die Stelle wieder angereicht, du hast sie mir nur weggenommen. Skandal. Deswegen war nicht jemand los. Oh nein! Passiert. Der Dude. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wie es war, so, ne? Nein. Doch, sicher. Nee, ach ja, das war so in der Ecke drin. So. Ja, das ist auch noch drin. Ja, das ist aber auch nicht richtig. Ja. Näher ran, ne? Ja. So wie hier. Das genau. Kann das bloß von der. Warum wackelt das? Weil wir auf einer Fahne liegen. Wir bauen ein Schloss auf einer Fahne. Das sollen wir auch immer einfach machen. Aber der. Was findest du, das macht der Alkohol? Ich habe gestern nichts getrunken. Ich war mit dem Auto gefahren. Ja, es war doch nicht weit weg, oder? Nö, war angenehm. War anzunehmen angenehm. Ja, die Tür. So, lass ich mal gucken. Door. Ist ja auch cool, so Soundmodulation in Lego und immer wenn was. Hm, das schon. Man merkt, dass du schon mal aufgebaut hast. Weil? Du bist so schnell. Muss ich in Zeitlupe abspielen, das Ganze. So, das kommt da ein. Zack. Ja, die Pfanne habe ich extra da reingetan. Weil sie also die bleibt übrig. Ach, ernsthaft? Ja, ja. Wie war das? Das bleibt nicht übrig. Ja, aber die habe ich extra da reingetan. Ja, cool. Dann machen wir für Folge den Folge Nummer 1 fertig. Ja, denke ich auch. Part 1. Fännchen bleibt übrig. Ja, aber absichtlich. 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 So, das erobern wir jetzt und dann ist gut. Wir sehen uns alle in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.